Das sind 1,50 Meter. Ich bitte dich, diesen Abstand wirklich einzuhalten. Ich habe jetzt meine Achillesferse kennengelernt. Es ist das Virus. Mich hat's voll erwischt. Das ist noch nicht mal witzig hier gemeint. Ich habe Angst. Ich möchte nicht krank werden. Ich bin in der Zielgruppe. Ich bin alt und schwach. Na, schwach bist du doch nicht, Olli. Na, aber jetzt ist noch mal, kann man ganz kurz mal hier sagen, heute im deutschen Fernsehen. Ups, teuer die Idee gewesen. Heute, ne? Ja? Ist noch mal die große Chance für weiße alte Männer als Kanonenfutter im Fernsehen aufzutreten. Jetzt, wo kein anderer mehr will, schont die Jungen. Wir können eh nicht mehr lange. Lasst uns einfach. Jetzt haben wir noch mal unsere große Stunde in den nächsten 6 Wochen. Danach ist over. Ich komme auch nächste Woche gern noch mal, Klaus. Ja, das ist aber... Kommt sowieso eh keiner. Ja, sag mal, würdest du wirklich noch mal kommen nächste Woche? Hast gesehen, wie ich es gerade abgezogen habe? Ja, habe ich gesehen. Also so ganz schwach bist du noch nicht. Also du hast doch so mal letzte Geister. Aber man muss aufpassen, wenn sich alles mobilisiert, das kann natürlich auch so ein Aufbäumen noch mal sein. Ne? Da muss man auch vorsichtig sein. Aber bist du fit, Olli? Geht's dir gut? Ich fühle mich gut. Noch fühle ich mich gut, okay. Ja. Ich wollte dich sowieso fragen, ob du, aber das hat sich jetzt so ein bisschen erledigt, ob du grundsätzlich Team Panik oder Team gelassenes Abwarten. Ich möchte gerne in beiden Positionen mitspielen. Das Geile ist ja auch, dieser Virus tobt jetzt seit ungefähr einer Woche und alles hält sich noch in Grenzen. Aber jetzt schon auf Social Media, alle Leute so, ey, passt auf eure Kollegen auf die Nachbarn. Weißt du, warum die das machen? Damit die jetzt schon zeigen wollen, was für soziale Typen sie sind. Ich glaube, die große Kacke kommt erst noch. Und dann müssen wir wirklich aufpassen auf unsere Nachbarn. Und ja, aber man muss es natürlich schon machen. Also man hat auf einmal also bestimmte, man denkt ja immer, dass so... Situation immer vielleicht auch das Schlechte in bestimmten Menschen hervorbringt. Und klar gibt es die Leute, die sich da kloppen ums Klopapier, obwohl sie es vielleicht da lassen müssten, um es jemandem anders zu geben. Aber oftmals sieht man natürlich auch eine gewisse Grundsolidarität, die dann so hochkommt. Ne? Und auf die zähle ich jetzt und das hoffe ich auch. Und tatsächlich ärgert es mich wahnsinnig, wenn jetzt schon im Supermarkt alles irgendwie Klopapier und so, warum macht man das? Wenn, ganz ehrlich, was glauben die Leute, die mehr Klopapier haben, überleben länger, weil sie mehr Klopapier zu Hause haben? Meinst du, nur weil du länger scheißen kannst, bist du länger am Leben und glücklich, wenn du Klopapier hast? Das ist so eine doofe Logik, ganz ehrlich. Und so viele Leute kommen nicht raus, weil sie ein Holzbein haben oder gerade sowieso schon krank sind und so. Und den Leuten, denen mal jetzt eine Rolle, ganz ehrlich, mal meine Message heute, ne? Einfach mal den Nachbarn, von dem man weiß, der ist alt, eine Packung Klopapier vor die Tür stellen. Ungefragt jetzt. Finde ich gut. Das stimmt. Also normalerweise Sachen, die irgendwie, sagen wir mal, noch als unhöflich gelten würden unter anderen Umständen, nämlich zum Beispiel eine Packung Klopapier ungefragt vor die Tür stellen. Das ist ja hey, ganz ehrlich, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Ich habe sowieso einige, ich habe viel Zeit gerade zum Nachdenken, meine Tour fällt aus, es hat mich so geknickt. Alle, ne? Ja, alle fallen aus. Ja, ja. Also alles fällt aus und ich habe jetzt so überlegt, was ich jetzt machen sollte. Und ich habe heute einen Brief geschrieben, ganz ehrlich. Und all die Leute, die jetzt immer sagen, oh, wenn ihr gar keine Briefe mehr geschrieben, man kommt hier zu nichts mehr. Jetzt kommt ihr zu all dem Scheißdreck, von dem ihr denkt, da kommt man nie zu. Heute mal einen Brief schreiben an eure Liebsten, einfach mal so außerhalb der Reihe, weil die Zeit da ist. Ey, ernsthaft, ja. Würde ich gut finden. Jetzt mal ein bisschen Mensch werden. Ja, guck mal, ich zieh sogar die Handschuhe aus. Frag mich doch mal nach meinem Look. Ich komme jetzt erst dazu, weil so viel anderes zu besprechen geht. Aber du hast dir eine gewisse Grundschrulligkeit zugelegt, die mir nicht entgangen ist. Du hast jetzt ein Zöpfchen, eine Sonnenbrille und eine Schiebermütze. Verschwörungstheoretikermütze nennt man die auch im Fachkreisen. Okay, das kommt aus der Ecke jetzt. Ist das der neue Aluhut? Das ist der neue Aluhut. Ich bin deutscher Soul-Sänger, beruflich, mit einer Tendenz für Verschwörungstheorien. Ja. Und ich habe eine mitgebracht. Dieser Virus, das ist eine große Verschwörungstheorie. Und wisst ihr, was passiert? In einer Woche fällt das Internet noch aus. Ja. In einer Woche ist Internet. Ja. Und in 2 Wochen, ne, gibt es auf einmal nichts mehr zu essen. Und in 3 Wochen kommt so ein großer LKW, betäubt dich zu Hause, holt dich ab. Und dann wachst du wieder auf, bist in so einer riesigen Arena und bist so an Marionettenbändern von Saiwen Nadu und musst so kämpfen gegen deine Kollegen und bist so gefangen. Und die Bilderberger, und er hat recht gehabt. Und er hält dich so. Und du denkst so, nein, Saiwen, nein. Komm, kämpf für mich. Also ich habe hier den Auftrag, das habe ich ausgegeben, deswegen werde ich jetzt eine Methode dagegen stellen, ja, okay. Die Leute zu beruhigen. Ich möchte, dass die Leute eine Ruhe in sich tragen. Okay, dann habe ich noch eine zweite Theorie. Ja, dann sag die erst und dann mache ich was. Ich habe auch was vorbereitet dafür. Das wird immer schlimmer mit der Quarantäne. In 2 Wochen dürfen wir alle nicht mehr aus der Wohnung raus und dürfen noch nicht mal mehr aus dem Fenster gucken. Das ist komplett verboten. Und dann, in 3 Wochen, sagt Angela Merkel, kommt mal alle raus. Und dann steht sie da, Überraschung, dann sind die Straßen gemacht, dann gibt es neue Schulsysteme, dann haben wir menschenwürdige Flüchtlingsheime und vielleicht auch genug für alle. Dann haben wir auf einmal eine schöne Stadt und sie sagt, das habe ich alles mit Seehofer und Söder gemacht. Wir haben die ganze Nacht geackert, Blaumann angezogen und haben das Scheißland neu gemacht. Was ist das denn, so Überraschung? Und dann sagt sie, das ist unsere große Überraschung. Als wenn man für die Eltern überraschend Frühstück gemacht hat. Genau, und dann so, genau, kommt dann so an, genau wie dieses Frühstück für die Eltern, wo die Eltern das immer hassen, weil sie noch aufräumen müssen. Und Angela Merkel steht da, ja, wir haben die Straße neu asphaltiert.
Das habe ich hier mit Seehofi gemacht und wir haben das hier alles für euch gemacht. Ja, das könnte auch sein. Dann lass uns da mal drauf hoffen. Und in der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, was beruhigt einen so im Herzen. Und da habe ich mir überlegt, es gibt süße Tiere, es gibt hübsche Tiere, es gibt niedliche Tiere, aber es gibt vor allen Dingen eine ganz besondere Gattung, die jetzt da sein muss, zufriedene Tiere. Ja. Und ich habe mir die zufriedensten Bilder von den zufriedensten Tieren der Welt rausgesucht und die möchte ich euch mal zeigen und wir können vielleicht in einer Art hypnotischer Ranfahrt ganz langsam auf zufriedene Tiere. Hier ist das erste zufriedene Tier. Einmal auf das zufriedene Tier mal. Guck mal, wie zufrieden ist denn bitte dieses Tier? Der war gerade in der Sauna. Der war gerade richtig schön. Der ist im Wellnesshotel, hat sich da richtig schön. Das ist aber richtig. Hat sich da eingepackt und legt sich jetzt dahin. Und hier ist das nächste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist auch einmal eine zweite Achillesferse. Wenn so Sachen richtig niedlich sind, dann finde ich das auch richtig niedlich. Wie zufrieden ist bitte dieser Hund? Sagt einfach, ich brauche nicht mehr viel zum Leben. Ich habe alles, was ich will und ich bin ganz zufrieden. Weißt du, warum Hunde lächeln, ganz ehrlich? Das haben sie von. Guck mal, der ist so zufrieden, der hat sich so eine kleine Krawatte umgemacht. So zufrieden ist der. Und ist sogar ein Winzerknoten. Oi, ist der nicht zufrieden? Oh Gott, ist der süß. Komm, einen zufriedenen noch. Einen noch. Einen zufriedenen Hund noch. Hunden? Oh, guck mal. Das ist ein Tampon. Ja, aber halt noch nicht benutzt, dementsprechend zufrieden. Zufriedener Hund. So, Olli. Ja. Weißt du, was wir mal machen? Man sagt, der Christian Drosten hat gesagt, man soll mal rausgehen. Oh. Man darf ruhig rausgehen, man muss aufpassen, man soll jetzt nicht sich in irgendwelche Schlangen stellen oder zusammendrücken wie Pinguine. Aber man kann ruhig rausgehen, das ist in Ordnung. Man soll ruhig mal ein bisschen an die Luft gehen. Und komm, ich habe dir ja versprochen, dass wir grillen. Kann ich noch einen Move kurz vor der Kamera machen? Deswegen habe ich auch die Mütze auf. Auf jeden Fall. Ja. Trickst heute die Haare offen. Den Move wollte ich noch mal kurz machen. Das ist gut, das ist sehr gut. Wollen wir einmal rausgehen? Gerne. Marc hat schon angegrillt, weil ich bin ja nicht so ein Grilltyp. So. Das wurde mir versprochen. Ja, es wird auch gegrillt, aber ich, Marc ist hier eher so der. Ich habe auch was mitgebracht zum Grillen. Du hast was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht. Ich grill immer nur mit einer Spezialsoße. Okay. Guck mal, hier geht das eigentlich raus normalerweise. Ne? Das ist hier ist so der, unglaublich, dass das ist so der Eingang. Ist, dass wir das hier echt alleine machen. Das ist eigentlich unsere Nummer heute, Klasse. Das können wir eigentlich alles machen. Du kannst nächste Woche wiederkommen. Ja? Ja, nächste Woche wollte eigentlich Finn Kliman kommen, aber den kennst du nicht. Nee, der kommt nicht. Hat er mir heute schon am Telefon erzählt. Kein Witz, für ganz liebe Grüße ausrichten. Kommt nicht? Der muss beim Boot sein. Wie beim Boot? Und wir haben doch dieses Boot von Gunnar Gabriel. Das ist doch jetzt scheißegal, dein Boot. Nein, der kommt mit deinem Boot. Wo willst du denn hinfahren? Hey, Marc, was soll mit dem war ich mal im Thailand-Urlaub. Erinnerst du dich noch? Wir waren mal zusammen im Thailand-Urlaub. Wie machen wir das so, ne? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Du warst was mit Mundschutz. Eben. So eine Wurst. Also ich habe verschiedene. Ich habe einmal Veggie. Ah, ganz kurz, warte mal. Jakob! Ja, hast du das Döschen dabei? Jakob Lund! Jakob, hörst du uns? Warte mal ganz kurz, ich habe eine eigene Marinade mitgebracht. Das ist kein Witz, ich habe eine eigene Marinade. Das ist ein Geheimrezept aus meiner Familie. Hast du das Döschen dabei? Ich habe das Döschen. Ah, super. Das muss noch rauf auf die Wurst. Mach mal. Also Fleisch. Aber warte mal, tu das hier drauf. Hier, mach das doch hier. Nee, das muss direkt rauf. Das brennt doch. Ist doch egal. Ah. Siehst du, das meine ich mit, das brennt doch. Ja, das könnte man. Also pass auf, ihr kriegt mal, was ihr wollt. Es gibt ja nur eine einzige Wurst. Oh, eine mit Nackenstellen. Kann ich eine normale Wurst haben, bitte? Die ist normal. Ich habe, was war das hier? Probier auch mal die Marinade. Bakterium. Ist gut. Was willst du? Auch normal wahrscheinlich. Nur eine grobe. Ja, pass auf. Na, der alte Gag, die grobe. Und ich habe noch ungegrillt, wenn ihr wollt. Ne? Ja, der Berufsschule, die kann heute nicht. Danke, Marc. Sehr gern. Wir gehen wieder rein, ne? Wir essen das da. Wie läuft es sonst bei dir so? Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, ich mache meistens hier den Grill. Was eigentlich mit diesen Helden-Reunion? Ja, im Moment ganz ist ganz klar, schlechte Phase. Schlechte Zeit gerade. Ich würde jetzt auf Tour gehen. Wir haben eine Riesentour gebucht jetzt gerade. Aber weißt du, was seid die einzige, wer die einzige Band gerade? Naja. Endlich ein Grund zur Panik. Song von uns wurde gesperrt auf Spotify. Das warum? Wollte ich nämlich fragen. Warum denn? Habt ihr den nicht selber gesperrt? Nein, nein. Aber warum denn? Ich weiß es nicht. Also es wurde ja auch. Damit er nicht zur Hymne wird, der ganze Bescheuert. Wurde ja auch zum Tsunami gesperrt, wisst ihr vielleicht so? Ja. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht weiß ich heute Abend mehr. Lockerer Smalltalk machen wir den Kulissen hier mit Marc Tabasol und Klaus Häufer Umlauf. So seht ihr mal, wie wir so privat drauf sind, ne? Ja. Nicht nur immer hier Show, Show, Show und so, ne? Machen wir auch mal eine Knackwurst im Mund. Komm, wir gehen mal rein, Olli. Ja, ja. Marc, bis gleich. Dankeschön. Ne? Tschüss, Marc. Uns da drin mal hin. Wir können uns das erste Mal während der Sendung auf die Zuschauertribüne uns setzen. Ist nämlich egal. Weil ich hast du nicht mal über die Zuschauer anzurufen wenigstens? Oder so? Es gibt so ein paar treue Gefolgschaften, die immer wieder kommen. Habe ich die Nummer nicht. Nee? Aber können wir vielleicht, ja, das ist ja eine Stufe 2. Jetzt muss man mal damit leben, dass das jetzt erstmal nichts ist. Guck mal, hier sitzen die normalerweise. Es sind gar nicht so einzelne Stühle, sondern es sind so Bänke. Es ist eigentlich wie in einer Sauna. Was ist eigentlich mit Sauna?
Sauna gut oder schlecht jetzt gerade? Ist das gut wegen der Hitze? Dass das dann. Ich weiß nicht, wie lange so ein Virus in der Sauna irgendwie. Also ich halte ziemlich lange aus. Brütet man den dann extra aus? Oder? Ja, das soll man nicht machen. Nicht Sauna? Nee, Sauna nein. Alleine aber. Alleine vielleicht, ja. Weil der Virus länger überlebt, weil es zu warm ist in der Sauna? Nee, das eigentlich stirbt er ja in der Hitze, ne? Ja. Das sind die. Aber trotzdem sollen wir irgendwie nicht in die Sauna. Man ist aber. Man muss sagen, man ist. Irgendwie wird man ja so ein bisschen Experte, aber man hat nicht so richtig Ahnung. Ne? Also ich finde, was ganz wichtig ist jetzt gerade, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, es gibt diesen Podcast vom NDR, viele Leute kennen ihn jetzt schon, Coronavirus Update von Professor Christian Drosten, das ist der Chef-Virologe der Charité in Berlin. Und ich finde, da gibt es eigentlich eine sehr, etwas länger, man muss sich so eine halbe Stunde Zeit nehmen, weil bestimmte Sachen ohne Kontext nicht funktionieren. Aber das sind Sachen, die man richtig gut versteht und die einem das gut einordnen, ohne dass man jetzt darauf angewiesen ist, dass man teilweise auch verkürzte oder ein bisschen rasant dargestellte Fakten glauben muss und dann vielleicht auch so ein bisschen eine Angst davon bekommt, die ungerechtfertigt ist. Sondern so eine. Der kommt morgen zu mir im Podcast. Kommt er? Ja, wirklich. Ich will ihm ein paar Fragen stellen, die noch keiner gefragt hat, ob man seine eigene Vorhaut noch anfassen darf zum Beispiel. Ob das jetzt gerade gefährlich ist. Also ich meine, ob das den Virus verscheucht von der Hand. Also wenn man vielleicht einfach öfter seinen eigenen Penis anfasst, habe ich überlegt, dass der Virus dann Angst kriegt. Meinst du, dass der Virus sich einfach ekelt? Ja, oder einfach denkt, oh, Alter, das ist riesengroß. Sorry, Spaß muss sein, ne?